Naja. So. Geht nach unten. Zum Glück kenne ich ja den Weg schon auswendig. Mensch, ihr werdet euch hier langweilen und hier die Parts wirklich nach der Reihe alle nicht angucken, sondern nur hier so, weiß ich nicht, überspringen, keine Ahnung. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr so Sachen seht, die ihr eigentlich nicht sehen wollt, wie hier dieses epische Failen von mir? Überspringt ihr das? Spult ihr davor? Gebt ihr es euch quasi trotzdem so? Oder wie macht man das? Ich meine, ich persönlich, kann ich ja mal sagen, ich sehe mir die Let's Plays eigentlich komplett durchgehend immer an, beziehungsweise hauptsächlich höre ich sie mir an, ja, von anderen Leuten, weil in der Arbeit geht nicht mehr nebenbei, ne? Ich bin mir jetzt ja nicht sicher, dieser große Fisch, wenn der die Viecher gefressen hat, ob ich da dann vorbei kann oder nicht, ich weiß es nicht. So, jetzt kommt da der zweite, genau, und den weichen wir auch noch aus und jetzt schnell. Und rein da! Da kommen die nämlich nicht durch. Oder doch? Ich weiß nicht. Ich hole mir lieber den alten. Und die sprechen jetzt ganz tolle Sachen. So bla 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 bla. Ja, du bist der Letzte. Sehr schön. Und? Das bedeutet, wir haben ein Level übersprungen. Und hier sieht man die Credits. Hey, das ist wirklich ein großartiger Weg, hier den Monolith der Alten hier zu wiedererwecken mit was weiß ich. Ich kann das nicht übersetzen. Und sie schalten den Schalter um. Klick. Ja, jeder soll leise sein. Das Orakel wird sprechen. Okay, sieht so aus, als wäre die Batterie leer. Ohne rote Lampe leuchtet. Die Shikadi sind in der Schattengalaxie irgendwo so, ja, was weiß ich. Die bauen eine Armageddon-Maschine, also eine so Zerstörungsmaschine. Ist mir, ja, lest dasselbe doch, wie immer. Und da können sie alles hier irgendwie zerstören und deshalb, genau, das sieht nicht gut aus. Ja, und somit reisen wir weiter und lass uns zuerst mal wieder zurück auf die Erde. Ja, und im nächsten Teil, genau, hier kurze Erklärung, was da so alles gibt. Toll, ne? Und wir haben den Teil 4 erledigt. Und jetzt schreibe ich meinen Namen wieder rein. Yay! Genau. Schön. Und das war's. Okay, gut, das war's für diesen Teil. Wir sehen uns bei Commander Keen 5. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. NID Software Production. Programming Team John Carmack, John Romeo, Jason Blocho, irgendwas, ne? Artist Adrian Carmack, Composer Robert Prince. Creative Director Tom Hall. Ja, schön. Commander Keen. In Goodbye Galaxy, ja. Und wir spielen jetzt den fünften Teil der Serie, also in Wirklichkeit den zweiten Teil der Goodbye Galaxy Serie. Was ist denn eine Jerky Motion? Ja, okay. Scorebox brauchen wir natürlich. Wieso ist die ausgeschalten? Oh, ist das merkwürdig. So, Sound machen wir hier auch das. So, und jetzt soll's gehen. Wir machen ein normales Game. Ja! Und wir sind ja auf der Omega-Matik. Ne? Sieht man. Schön, oder? So. Ja, und damit herzlich willkommen zu Commander Keen Episode 5. Hier sind wir, wie man sieht, hauptsächlich so auf so tollen, also auf so einem Raumschiff unterwegs, ne? Und spielen hauptsächlich so Raumschiffwelten und so ein Zeugs. Ja, altes Spiel, neues Glück, wie auch immer. Ja, natürlich. Genau das wollte ich sagen. Oh, gut. Also, wir müssen hier, ich schätze mal, das Raumschiff zerstören. Kies, Kiefert, okay. Naja,
Was war... Hallo? Was war das jetzt? Das fängt ja schon gut an. Ja, also wie gesagt, wir müssen wahrscheinlich das Raumschiff zerstören. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht mit der Story beschäftigt. Macht man normalerweise nicht, ist mir klar. Aber hey, wer hat gesagt, dass ich hochqualitative Let's Plays liefere? Ja, oh, ich wusste nicht, dass mich das Ding umbringt. Okay, machen wir nochmal. Ja, das fängt ja echt schon wirklich gut an, muss ich sagen. Naja. Gut. Ja, also hier sammeln wir keine Tropfen mehr, sondern diese seltsamen Vitalinflaschen heißen die. Was war das? Und ja, ich versuche nach oben zu klettern. So. Und was das auch immer ist, weiß man nicht so genau. Ist wahrscheinlich ein Marshmallow. Aber wir müssen hier einfach weiter. Und wir sollten hier nach Möglichkeit aufpassen, dass uns hier dieser seltsame Gegner nicht erwischt. Hier kann man leider nicht rein. Oh, lauter Vitalinflaschen. Vitalin, das hört sich an wie so eine Droge. Hm. Ist es ja hoffentlich jetzt nicht, ne? Und drüber da. Nein, ich mag diesen. Achso, der bleibt hier bei diesem. Was ist das? Gut, es zuppelt alles herum hier irgendwie. Kann man das abschießen? Ja, das kann man abschießen. Sehr schön. Ich muss mir das merken, was man abschießen kann. Wow. Hallo? Ach ja. Das ist ja ein netter Lift. Hm. Macht er scheinbar nur, wenn ich gerade ihn anspringe. Verstehe. Kann man hier irgendwo raus? Nee. Macht der das auch? Oh. Ach, wie süß. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich glaube, hier kann man irgendwo an der Seite rein, ne? Und das versuche ich gerade die ganze Zeit für alle, die sich wundern, was ich hier eigentlich mache. Nämlich, ich schieße das Ding ab. Und das schießen wir auch ab. Oh, und hier ist das Exit. Sehr schön. Und ich versuche es nochmal. Kann man hier irgendwo rein? Nein. Nein. Das geht ja echt nirgendwo. Aber ich muss hier doch... Ach so. Verstehe. Das wird wahrscheinlich irgendwo nach oben gehen. Ich spiele den Teil übrigens völlig blind, weil das war eben damals auch nicht erhältlich, der Teil, sondern ist jetzt auch ein... Also musste man auch kaufen, war nicht jetzt Shareware. Und ja, zum Kaufen hatte ich leider nie Geld für. Ne? Kann man ja so offen und ehrlich zugeben. Hatte ich kein Geld für, nein. So, ich werde jetzt hier rüberspringen. Kann ich hier irgendwo rein? Hm. Nee. Naja, irgendwo müsste es theoretisch reingehen. Praktisch habe ich keine Ahnung. Sollte jetzt auch nichts Neues sein, ne? Ja, drum werden wir das Level lieber schnell mal beenden. Und rein da. Ja. Und wir machen das übliche Zeugs. Nehme ich hier mal F5 und dann machen wir mal Speichern. Und wir nennen das der Klau... ja, genau. Mein Name. Und zurück zum Spiel. Und wir haben das erste Level geschafft. Wir müssen hier gleich mal das zweite Level machen. Das Security Center. Ja, sieht äußerst interessant aus. Das Zeug kann man natürlich nicht umbringen. Okay, das kann man nicht umbringen. Das ist schön. Ja, man muss ja immer aufpassen, weil man kann ja nicht immer alle Gegner umbringen. Wenn man sich darauf verlässt, ich kann diesen Gegner umbringen, dann geht's doch nicht. Dann ist man relativ schnell tot, sag ich mal. Ja. So. Und hier rüber und darüber. Gut. Und das Ding schon. Hallo? Oh, ich habe ein Leben erhalten. Schön. Aber ich will zuerst noch hier rein. Darunter. Denn das sieht so aus wie ein Schalter. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Schalter ist. Kann man so nicht sagen. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. Ja, es ist ein Schalter. Schön. Was der jetzt auch immer umgeschaltet hat. Kann man das kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Hatte ich wahrscheinlich vorhin schon probiert, habe ich wieder vergessen, ne? Ah, und jetzt kann ich hier rauf. Schön, ne? Und mit einem beherzten Sprung. Ach ja, hier ist sogar angeschrieben. Ach ja, toll. Habe ich? Nein, ich habe keinen blauen Key, nur einen roten. Das bedeutet, hier kann ich noch nicht durch. Okay. Aber zumindest wissen wir schon, wo wir den blauen reingeben müssen. Hopp. Nein, 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 nein. Und schon wieder. Mal einfach nicht aufgepasst, ne? Das Übliche halt.
So, wo sind die Gegner hier? Einmal, zweimal. Gut. So, ich weiß nicht, ich müsste eigentlich hier noch nicht lang, glaube ich. Ja, oh, und ich habe das Gefühl, dass wir hier jetzt ganz kurz was umstellen, und zwar dieses seltsame Jerky Motion, was das auch immer ist. Ja? Ich glaube, das hat nämlich jetzt mit diesen Zuppeln zu tun, oder wird das jetzt noch schlimmer? Nee. So. Einmal, zweimal. Okay. Ja, ja. So, jetzt habe ich das Ding auch gleich ausgeschalten. Es kann ja nicht sein, dass ich hier schon am Anfang sterbe. Also hier nach den ersten Leveln. Wie sieht es eigentlich aus? Ich habe hier... Ja gut. Ich bekomme bald wieder zwei extra Leben. Ui. Die habe ich auch bitter nötig, so wie ich spiele. Nämlich der nervt etwas. So. Ist hier was? Ah. Ein Schussviech. Zack. Okay, verstehe. Wir machen das auf und klettern hier nach oben. Hey, wunderbar. Und ich habe den blauen Kristall. Und jetzt natürlich nicht speichern, ne? Man erinnert sich vielleicht an letzte Folge. Nicht letzte Folge, letzte Episode eigentlich. Wenn man mit dem Kristall speichert, dann ist der futsch. Ich vermute mal, das ist hier auch so, ja? Also, dann habe ich den einfach nicht mehr. Das wäre ja eigentlich blöd. Achso, jetzt habe ich hier natürlich noch... Heieiei. Jetzt habe ich hier natürlich noch nicht geöffnet. Warum auch? Mitdenken braucht man ja normal nicht bei diesem Spiel. So, doch da. Wie sieht es lebensmäßig aus? Hm, bald. So, rauf. Nein! Oh. Ach ja, cool. Jetzt habe ich versehentlich einen Schatz entdeckt. Ist ja auch schön. Ja. Und ich habe übrigens jetzt ein extra Leben erhalten, wie man vielleicht gehört hat, ne? So, und weiter geht's. Hier rauf. Da waren auch so Punkte drin. Genau. So, und jetzt können wir hier durch. Und jetzt wird spannend. Hier waren wir nämlich noch. Oh, ein Pfeil. Schön. Ach ja. Was ist das? Das ist ein Loch. Okay. Hm. Ja, ja, das ist jetzt gefährlich. Durchaus etwas. Behaupte ich jetzt mal. Wow. Das ist fies. Naja. Ach ja. Gut. Ich schalte diesen Schalter um. Und jetzt, das sollte wohl wahrscheinlich ein heißen. Also nicht aus, sondern ein. Und hier so nach oben springen ist ganz klug. Ah, diese Zuckerstangen bringen auch nicht wenig. Nein, verfehlt. Und durch. Was ist das? Ach ja. Juhu, noch ein Leben. Okay, wow. Kriegen wir auch. Ah, hier ist... Was war das? Ich hab... Hallo? Ich hab gar nicht... Da unten ist... Da ist eine Keycard. Hm. Ich schätze mal, die werde ich schnell holen. Was die auch immer bringt. Ich habe ja keine Ahnung. So. Ja, es ist ja alles neu für mich, wie gesagt, ne? Dadurch. Dadurch. Hopp. Gut, da geht's runter, das wissen wir. Wie jetzt? Ich komme hier... Doch, ich komme schon. Das dachte ich schon, ich komme nicht mehr raus. Ja, das wäre jetzt blöd. Kann ich hier? Nein, nicht. So. Aber wie soll ich das hier unbeschadet überstehen? Mit diesen ganzen tollen Propellerteilen hier. Muss ich auf jeden Fall hier mal rauf. Und Sprung. Nee, so nicht. Ach ja, die fahren hier alle zyklische Bahnen, verstehe. So nicht? Okay. Die fahren hier alle ihre Bahnen. So. Und ja, überstanden. Ach hey, muss das sein? Nein! Ich hab die Karte. Was das jetzt auch immer bringt, ich habe keine Ahnung. Boah, das war jetzt knapp. So, und ich lasse mich hier runterfallen und jetzt... Ich habe die Keycard. Was die Keycard auch immer bringt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe die Keycard, yeah.
Und ich gehe jetzt hier runter und sehe zu, dass ich... Nein, ich habe meinen Aufzug verpasst. Na toll. Na toll. Nee, ist er wieder. So. Ach ja, und da oben gibt es ja noch... Ach je, da gibt es ja noch fiese Fallen. Da gibt es ja diese tollen Laser, ne? Und hier auch noch diese Sterne. Ich mag die Sterne nicht. Und durch. Naja, gut. Komm, schieß. Hey.